Das ist Freiburg gegen Hansa Rostock. Es ist ein bisschen auch immer wieder die Geschichte von Volker Finke. Er hat einen eigenen Kopf, er geht auch seinen eigenen Weg. Der führt manchmal in die zweite Liga, aber dann geht es zielsicher wieder nach oben in die Bundesliga zurück. Fast auf den Tag genau vor 10 Jahren begann das Unternehmen Bundesliga für Finke und den SC Freiburg. Damals, 1993, war Richard Golz schon ein etablierter Torhüter beim Hamburger Sportverein. Und inzwischen hat er heute bereits sein 400. Bundesligaspiel absolviert. Er hatte aber noch immer diesen jugendlichen Ausdruck eines B-Jugendtorhüters, aber inzwischen ist er im Club der Großen angekommen. Jens-Jörg Rieck ist unser Kommentator bei Freiburg gegen Rostock. Also dann, willkommen im Club und mitfeiern. Bei der 400-Spiele-Party durften fast alle, die schon am ersten Spieltag dabei waren, der SC mit nur 2 Veränderungen in der Startformation, Skitischwili und Diarra für die zuletzt enttäuschenden Berner und Müller. Doch der Sportclub vorerst nur im Rückwärtsgang. Hansa über Markus Lanz, im Mittelfeld Melkam. Auf der rechten Seite wartet Plasnecker, dort spielt er ins Vorbeck, dafür jetzt Adobe hinten im zentralen Mittelfeld. Stellungsfehler, die Chance für Schulz, die erste Chance, gehalten vom Jubilar. Der Däne Schulz, in der Superliga im letzten Jahr der Spieler des Jahres, mit der ersten Chance. Zitischwili über die linke Seite, Fehler von Tanko, er begann schwach, 10 Minuten gespielt. Langer Ball von Martin Max. Immer noch in der Luft und jetzt im Tor. Und was für ein Tor von Rade Pritzer, dem Schweden. Zum Auftakt. In der letzten Woche spielte er schwach. Hat in der letzten Saison 7 Tore für Rostock gemacht. Und hier mit dem 1:0. Condé und Ritter im Formationslauf. Viel zu weit weg vom Gegenspieler. Minuten später. Die Antwort von Freiburg bei Ramovic. Kairo, der Neue von Twente Enschede, spielte heute über rechts, so wie in Holland, in einer Dreier-Sturmformation damals, mit besseren Zehen als beim Auftakt. Koulibaly und die Schusschance für Bajramovic. Verletzt sich in dieser Szene, kann aber weitermachen. Die erste zaghafte Antwort des SC, der heute wieder mit 5er-Päckchen über das ganze Spielfeld verteilt, jeweils als Doppel spielte. Dann der erste große Aufreger in Halbzeit 1, ein Zweikampf zwischen Diarra und Pritzer. Beide stoßen zusammen und das sah schlimm aus. 5-mal musste es getackert werden, Pritzer blieb im Spiel. Eine halbe Stunde ist vorbei. Skitischwili auf seinen Landsmann, den kleinen, wuseligen Georgia Iashvili. Setzt sich durch. Koulibaly schon in Hälfte 1, einer der stärksten, wartet. Sieht, dass Zaya ihn überläuft. Zaya! Und was war das? Ganz toll. Ein Ich-hab-euch-alle-Liebschüsschen. Große Chance, leichtfertig vertan. Finke auf der ultimativen Trainerbank im heißesten Stadion der Fußball-Bundesliga. Sah seine Beach Boys viel zu aufgeregt, Hansa dagegen wesentlich cooler. Auch über die linke Seite mit Schulz, wieder Schulz. Schön in die Mitte hinein, da wartet Martin Max. Martin Max wartet und trifft, 2:0. Diarra mit riesen Sicherheitsabstand zum zweifachen Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Am Donnerstag wurde er 35 Jahre alt. Trifft hier wunderschön, für Golz keine Chance, von der Abwehr wiederum, wie schon zum Auftakt, im Stich gelassen. Zur Halbzeit ein gut durchgebackenes 0:2, Hansa führt verdient. Hinein in den zweiten Durchgang, Koulibaly. Freiburg jetzt stärker, Kairo wechselt auf die linke Seite, dafür über rechts jetzt Ritter mit im Spiel und dann diese Szene. Elfmeter entscheidet Schiedsrichter Peter Sippel. Der Fußballrichter mit seinem Lieblingsurteil. Er ist derjenige, der in fast jedem zweiten Spiel pfeift und den musst du nicht geben. Koulibaly
der Mali Hammer mit dem linken Fuß. Läuft an. Freiburg ist wieder im Spiel. Eine Fehlentscheidung bringt den SC zurück. Und Freiburg dreht weiter auf. Willi auf der rechten Seite hineingekommen. Koulibaly noch einmal verlängert. Kiaschwili in der Mitte wartet bei Ramovic. Kiaschwili und bei Ramovic beim Zweitligameister SC Freiburg ein erfolgreiches Pärchen und auch am heutigen Tage ganz stark, zumindest in der zweiten Halbzeit. Rita mit der Vorarbeit, Koulibaly und dann bei Ramovic. Das waren die spielentscheidenden Akteure bei den Breisgauern. Vom Aufbau Ost in Hälfte 2 wenig zu sehen. Das ging langsam und schleppend voran. Fast keine Chancen mehr für die Hanseaten. Aber jetzt Melkamp über links, Spritzer. Es bleibt beim 2:1. Hansa vor dem ersten Dreier auswärts. Der SC stemmt sich dagegen. Guimien kam Mitte der zweiten Halbzeit hinein. Koulibaly auf die linke Seite. Berner ebenfalls eingewechselt. Schober mit dem Patzer und Bajramovic mit dem 2:2. Tore hat er in der zweiten Fußball-Bundesliga gemacht, war damit der erfolgreichste Angreifer beim Sportclub. Und hier nach diesem Riesenschnitzer, wie schon beim Auftaktspiel, Schober unsicher, das 2:2. Die letzten Sekunden, Freiburg jetzt auf dem Weg zum ersten Saisonsieg. Skitishvili in der Mitte, Kondé. Schober macht seinen Patzer wieder gut. Es bleibt beim 2:2. Hansa gehörte die erste Hälfte, Freiburg die zweite. Macht unter dem Strich ein verdientes Unentschieden. Vor allem auch in Anbetracht der Temperaturen ein Fußballspiel der besseren Art. Verschwitzte Männer und die Siedepunkte im Spiel. Peter? Nein. Nein? Ja, das schildern Sie die Situation? Ja, ich komme in Zweikampf, ich falle hin und dann pfeift er, ich kann schlecht aufstehen und sagen, es war keiner. Ich bleibe liegen, ich knick danach selber um, das tut mir weh. Und deswegen ist die Reaktion der Rostocker natürlich auch nicht richtig, weil ich kann nicht sofort aufstehen und sagen, es war keiner. Wir haben das Spiel kontrolliert und wenn der Elfmeter dann fällt, der keiner war, dann gewinnen wir das Spiel, da bin ich fest überzeugt. Der Ball hoppelt vor mir her, ich muss ihn festhalten, lass ihn nach vorne abprallen und er schießt ihn rein, ganz klar mein Ding. Muss ich mich bei der Mannschaft entschuldigen, da habe ich uns um den Sieg gebracht hier leider. Es bleibt dabei, Rostock kann in Freiburg nicht gewinnen und zum Dienstjubiläum von Richie Golz gibt es am Ende fast nur Sieger. Beide Teams sind am Fehlstart knapp vorbeigeschrammt. Die Zahlen zum Spiel